Jetzt ist die Badewanne richtig sauber. Mama Woods, die Wäsche ist fertig. Soll ich sie aufhängen? Ja, Melis, kannst du gerne machen, weil ich habe noch ganz viele andere Sachen zu tun. Dann kann ich mich darauf konzentrieren. Wo soll ich es aufhängen? Draußen ist ein Seil aufgehängt, Melis. Da kannst du die gerne aufhängen. Ah, hier. So, das war's. Das Bett ist auch fertig. Mama, Mama, ist mein rotes T-Shirt gewaschen? Ja, das müsste gewaschen sein. Das Wetter ist heute schön sonnig. Eigentlich müsste dein T-Shirt schon trocken sein. Frag mal Melis, mein Schatz, okay? Okay, Mama. Melis! Warte, Peppa, ich schau gleich nach. Ich hatte sie aufgehangen. Aber ich hatte sie nicht so aufgehangen. Das sind nicht meine Wäsche. Das hier ist unsere Wäsche. Oh Mann, das ist noch ganz nass. Hallo? Ist jemand da? Liebe Frau, warum haben Sie Ihre Wäsche denn so aufgehängt und unsere so ganz in die kleine Ecke da geworfen? Alles aufeinander? Aber kein Platz. Ja, kein Platz, aber Sie hätten es ruhig sagen können. Wir hätten uns absprechen können. Und es ist jetzt alles ganz nass. Wie sollen wir das machen? Meine Wäsche ist eh trocken. Du kannst ja deine aufhängen. Natürlich ist sie trocken. Bei dem schönen Wetter. Ich muss jetzt meine aufhängen. Anscheinend benutzen wir das eine Seil zusammen. Zwei Häuser. Dafür brauchen wir eine andere Lösung. Dieses Seil sieht ganz schön lang aus. Wenn ich das so strecke, dann habe ich gleich zwei Seile. Dieses Ende können wir eine Spule hängen. Das sieht doch perfekt aus. Und jetzt müssen wir auch nicht mehr bis ganz darüber laufen. Denn wenn ich das Seil ziehe, kommt die Kleidung direkt vor meine Tür. Gute Frau. Sind Sie da?
Hallo. Schauen Sie, wir haben jetzt zwei Seile. Ja. Und da vorne ist auch eine Spule. Jetzt können wir das zusammen benutzen. Ja, zwei Haushalte können das Seil benutzen. Oh. Genau. Ich hoffe, von nun an können wir unsere Wäsche gemeinsam aufhängen. Auf Wiedersehen. Tschüss.